So, Beruhigungstee. Snacks. Licht. Bin bereit. Answer me that! Your own family. Your own blood. What the hell were you thinking? What in the hell crossed your mind? What the fuck is happening to you? You've ruined our family. What am I gonna do now? What am I gonna do? What am I gonna do now? Wunderbar, wir sind ja schon im Game. Moin Leute und herzlich willkommen zu Madison. So, ich habe keine Ahnung, wie das Game funktioniert. Ich habe ein Spiel dieser Richtung noch gar nicht gespielt. Aber ich denke, wir werden das hinkriegen. Und da ich mir schon lange nicht mehr eingeschissen habe vor Angst, habe ich gedacht, wir probieren mal was Neues. Ich habe keine Items zum Nutzen. Boah, hier ist aber Mausempfindlichkeit des Todes. Ich will jetzt die Tür noch nicht aufmachen. Was kann ich denn hier noch machen? Alter, die Maus ist ja so schwammig. Vielleicht besser? Hier ist ein Tisch. Gar nicht geil. Kann Sachen rotaten. Okay, hier kann ich nur aus, an und aus machen. Sonne, nehmen wir mal mit. Wieso ist das so schwammig? Okay, also ich weiß, ich brauche bestimmte Items, um bestimmte Rätsel zu lösen. Ein Grip, ich nehme den einfach mal mit. Habe ich hier eine Taschenlampe oder irgendwas? Tab für Inventory. Okay. So, was können wir hier noch investigieren? Fernseher, hier ist eine Klappe. Der Griff vielleicht? Ah, schau mal einer an. Ein Hammer. Können wir die Heulsuse ja vor der Tür mal auf den Kopf hauen? Und die Schublade öffnen. Ein Brief? Aha, von unserem Cousin aus Argentinien. Für John Maxwell und Familie. Ich kann ihn nicht öffnen? Achso, doch, klar, Reed. Ja gut, das ist jetzt nicht das, was ich jetzt erwartet hatte. Gut. Da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ein Hammer. Also den Fernseher können wir ausmachen. Aber der gibt uns dann noch ein bisschen Licht. Aber den Hammer können wir doch hier vorne verwenden. Können wir doch bestimmt jetzt hier aufmachen, oder? Ah. Ich denke mal, das ist wie in jedem Spiel. You are not my son! Dass es anfangs recht ruhig ist. Kann ich hier zuziehen? Okay, da fühle ich mich wesentlich wohler bei. Come on.
Maybe I can get out through Grandpa's house. Okay, wir sind nur hingefallen, damit komm ich klar. I gotta get out of here. Ich sehe halt nix. Ich weiß, dass ich irgendwie noch eine Kamera brauche. Ich hoffe, ich bekomme die bevor... Also, dass ich die nicht jetzt schon gewastet habe. I need to find a way out. Wir haben einen Hammer, wir haben die Zigarettenschachtel, mehr haben wir jetzt aktuell gar nicht. Hm. Da hilft mir jetzt nicht wahr. Alter, diese... Die Maus-Sensibilität, die ist ja des Todes. Gucken, ob ich mich daran noch gewöhne, sonst muss ich mal umstellen. Oder ich stell die mal... Controls. Warte mal. Ah. So komme ich besser zurecht. Okay, die Tür ist verschlossen. Das ist wahrscheinlich die Tür, bei der ich rauskomme. Kann ich nichts mit anfangen. Die ziehen wir vielleicht erstmal zu. Aber die Empfindlichkeit, die ist immer noch ein bisschen... Pervers. Ah, das geht schon. Okay, das ist jetzt nicht so ruhig am Anfang, wie ich gedacht hätte. Das ist dasselbe Bild wie da hinten. Oh! Viertel nach 12? Alter, ist hier viel Aktivität. Aber mit der Uhr kann ich nichts machen und... Die hatte ich aber nicht geöffnet, ne? Hallo? Ich habe die auch nicht geschlossen. My birthday present? Happy birthday, Luca. Mom, Dad, we love you. Ah, hier haben wir die Kamera. Okay, und da muss ich jetzt... Warte mal, wo viele... Wenn ich das richtig verstanden habe, wo viele Bilder sind, so Polaroid-Fotos, muss ich ein Foto machen. Ah, jetzt bin ich hier eingesperrt. Okay, hold to use Kamera. What? Muss ich nochmal eins machen? Ich sehe jetzt nichts Besonderes, also die Kerzen. Ist jetzt kein richtiger Unterschied, ne? Hier können wir aufmachen. Ein Schlüssel, der ist wahrscheinlich für diese kleine Luke da. Ist die Tür schon wieder offen? Boah. Alter, hör mir auf. Noch ein Foto. Das ist unser Opa. Und das ist unser Opa mit unserer Kamera, ja? Cool. Wir haben die gleiche verfluchte Kamera wie der Großvater. Haben wir hier sonst noch irgendwas drinne? Zahlenschluss. Okay, also brauchen wir noch Zahlen. Das heißt, ich muss ja rein theoretisch... das ist ja jetzt ekelhaft. Jetzt muss ich in diesen dunklen Raum gehen.
da ist nix. Ja, hier drin sind wir durch. Ich brauche erstmal einen Schluck Beruhigungstee. Absolut meine Spielewelt. Ich traue mich da gar nicht raus. Was ist das? Ist das nur Staub? Okay. Was genau ist jetzt hier gerade passiert? Oh, das hört sich nicht gut an. Wieso kommt mir das hinterher? Kannst du diesmal nicht wegmachen? Wasn't there a door here? Okay, da ist keine Tür mehr. Hier haben wir noch eine Uhr. Den können wir nicht nehmen. Was haben wir denn hier? Vielleicht so eine Art Amulett oder sowas, was da rein muss? Ah, hier sind noch mal so ein paar Fotos. Das ist ja so widerlich mit dem Licht. Ich sehe jetzt hier nichts. Vielleicht ein bisschen weiter wegstehen? Also hier hing auf jeden Fall mal ein Bild. Dem Bild kann ich aber... Ich muss das Bild finden. Okay, das heißt, hier ist irgendwo ein rundes Foto und das muss ich... Ah, ich weiß schon welches. Das da, oder? Ich konnte das hier abnehmen. Hier können wir durchschmulen. Aber ich sehe jetzt nur den Fernseher. Ich kann das leider nicht lesen. Oh my goodness. The local news, the remaining belongings in the Hale family estate were finally auctioned, bringing in nearly $3 million. Among the auction items were 15 tests, as well as some gold and diamond bullets. So don't worry with Miss Hale's precious instant camera, which has finally found a new owner. It's been 30 years since the notorious multiple murders, and in spite of numerous auctions of the family assets, no one had previously purchased her camera. For viewers unfamiliar with the story, Madison Hale killed her own family during a witchcraft ceremony. She was then fatally shot in the stomach by a police officer who had caught her in the act. And now for the weather. Gut, also hier wurde die eigene Familie umgebracht im Madison House. So, wir haben immer noch dieses komische... Guck mal, sieht halt so weird aus, ne? Als ob da hinter dem Laken was ist. Gut, also irgendwo kriege ich einen Code her. Damit kann ich diese kleine Luke öffnen. Das runde Bild vom Opa, das hängen wir jetzt hier vorne auf. I should find a nail or something to hang it with. Jetzt brauche ich noch einen Nagel. Ich habe einen Hammer. Warte mal, ich habe doch einen Hammer. Aber das zählt nicht. Ich brauche noch einen Nagel. Ja, schön. Unsere Standuhr ist wieder verhüllt. Gut, das bringt mir jetzt nicht so viel. Ist immer noch 11:45, aber hier ist jetzt ein Nagel. Den ich aber nicht nehmen kann, ja? Der Nagel ist im Weg. Aha, jetzt.
Nein! Jetzt habe ich ihn. So, hängen wir das... Ja, das habe ich gesehen. Aber hier geht es ja nicht weiter. Und hier ist er auch gar nicht mehr. Aber da war irgendwas Rundes, ne? Ja, wir ignorieren das erstmal. So, einer. Und dann hängen wir Opas Bild da wieder auf, wo es hingehört. Toll. Das sieht ja richtig schick aus. Brauchen wir nur noch irgendwie funktionierende Beleuchtung. Eins? Wofür steht die Eins? Okay, das Bild ist kaputt gegangen. Why ever? Warum auch immer. Das ist kaputt. So, jetzt muss ich... Ach, die Tür ist jetzt wieder da. Ja. Schlüssel passt. Ah, jetzt sind wir in dem Raum hier. What the hell has Dad been doing here? Auch von der Seite kann ich nicht rausgucken, okay. Madison Hill dumped her victim's bodies inside a well in her basement. Dad said he was repairing Grandpa's house, but instead he's been investigating this woman? What is going on? Ja, das frage ich mich auch, was hier los ist. Hier haben wir nochmal Streichhölzer, die... Interact? Crap. Jetzt haben wir nochmal einen Key. Okay, der Fernseher will nicht. So, hier haben wir nochmal ein paar Fotos. Nicht weiter. Gut, jetzt die Frage, kann mir das hier an der Wand irgendwas sagen? Hier steht ja alles voll, da habe ich ja keine Lust, das zu lesen. Das ist alles mit Zeitung tapeziert hier. Weird. Können wir hier noch irgendwas finden? Wir können jetzt die Tür aufmachen oder wir gucken da hinten die Tür an. Ja gut, das sind jetzt Zeitungen, die können wir lesen. So, und die Tür ist verschlossen, das heißt, wir müssen ja hier lang gehen. Hier haben wir ein Safe. Und ein Tape. Hatte ich nicht noch einen Schlüssel? Take Store. Luca, das nehmen wir mal. My notebook. So Dad's Können wir noch was nehmen? Who took it away from me? It's empty. Cool. So, kann ich mir das angucken? Na sicher. I don't remember drawing any of these. Schwesters Arm. Bein. Moms Arm. Papas Kopf. Sollen das Polaroid-Bilder sein? Sieht so aus, ne? Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich hier lang gehen soll. Hallo! Grandpa's Haus. Mega verwinkelt die Bude, ne? Since he died. Weiß ja nicht, was sich der Architekt dabei gedacht hat. Irgendwie die Asche von Opa oder was? Oh, hier haben wir so ein Tape-Recorder. Fuck. This storm must have taken up the power. I think Grandpa had a generator in the basement. Schön! Gut, kein Strom für mich, komme ich mit klar. Wir gucken hier oben erstmal durch. Vielleicht gucken wir doch einmal, wo der Strom ist. Kannst du wackeln, wie du willst, ne? Siehst du nix. Ist so dunkel, das Foto. It has no signal. Naja, war ja klar. Telefon geht auch nicht.
Grandma so. And Grandpa's room. Okay. Waschbecken. Badezimmer? Es bringt mir nichts. Ich kann doch nicht hier so durch die Dunkelkammer latschen. Ich gucke erstmal, wo der Strom ist. Oh Gott. Das finde ich creepy. Weiß nicht, ob ich da hin will. Ah, das ist das gleiche Badezimmer, ne? Oh, hier ist alles cool. Nix los. Ich glaube, ich gehe mal nach unten gucken. Ist der Strom hier? Habe ich jetzt Strom? Ja, wunderbar. Okay, da ist eine Wand. Ich würde erstmal wieder hochgehen. War das jetzt nur der eine Raum hier unten, ja? Okay, dann gehen wir einmal hier wieder hoch. Gucken hier einmal weiter. Können wir einmal hier ins Bad gehen? It smells awful. Na, das riecht super. The pipes must be clogged. Was ist das? Right, five left. Kann ich mir das hier irgendwie besser angucken? Nee. Ich kann noch nicht ranzoomen, ne? Fünf links. Aber wie viel rechts? Kannst nicht lesen. Keine Ahnung. Chains? Müssen wir vielleicht ausprobieren. Maybe I can break them with something. Ich bin ein Hammer. Nee, damit nicht, ja. Ach, er zeigt mir das dann immer an, wenn ich wenn ich was habe. Oder was? Okay. Was anderes? Okay, dann habe ich erstmal noch nichts, um das zu öffnen. Hab ich hier noch irgendwas drin? Also wir haben die beiden Schlösser und wir haben den Block. Irgendwas rechts und fünf links. Könnte ja so eine Zahlenkombi an einem, aber der Safe, der hat ja einen Schlüssel gehabt. Der hat ja keine Zahlenkombi gehabt. Ich ignoriere das. Da hängt noch ein Bild an der Wand oder sowas. Ein Polaroid-Foto. Im Badezimmer. Aber jetzt können wir das Tape einmal abspielen. Wieder Strom, ne? From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself, ja, die gute alte Kassette, ne? Die kannst du in der Hand halten, ne? Rotier die einfach und dann spiel die alleine ab. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you want to break that link, well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord.
Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, so Dad thinks, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches, the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. My advice, steer clear of the insects. Gut. There's just no way. Also das, was eigentlich immer bei Dämonenfilmen auch der Fall ist. Das Einzige, worauf ich mich nicht freue, mich drauf einzustellen, ist... Dad thinks it was me. Halluzinationen, da habe ich eigentlich jetzt nicht so die Lust drauf. Oh Gott, my head. Sowas zum Beispiel. A door. A red door. What's happening to me? Ich kann so hier is einfach this nicht. What that man was talking about? It can't be happening to me. Could it be the basement door? Ja, das werden wir nicht herausfinden. natürlich werden wir das herausfinden, aber nicht jetzt. Ich würde gerne erstmal die Rätsel hier oben lösen. Was kann ich öffnen? Was kann ich noch... Kakerlaken. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Gehen die denn hin zu der Tür? Die sind hier an der Wand auf jeden Fall. Weiß ja nicht. Ich hab doch hier noch gar nicht alles durchgeguckt. Ich würde gern hier erstmal rumschnüffeln, was wir hier noch alles entdecken können, lösen können. Damit ich auch im Nachhinein nichts übersehe. Aber eigentlich, wenn ich es mir genau überlege, wir können auch erstmal in den anderen Raum gehen. Das klingt für mich gar nicht für so. Also, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Na, hallo Stuhl. Hier können wir nochmal schmulen. Interessant. Ich sehe nichts. Oh Gott. Alter, hat mich der Ventilator gerade des Todes. Ah, ich bin einmal im Kreis gegangen. Die Geräuschkulisse ist nicht mein Freund. Aber hier kam jetzt auch keine Interaktion, ne? Wenn ich den hier fotografiere. Vielleicht noch zu früh? Oder habe ich das mit den Fotos falsch verstanden? Das kann natürlich auch sein. Grandpa dedicated his whole life to clockmaking. 9 Uhr. Aber ich kann mit der Uhr selber nichts machen, richtig? Irgendein versteckter Hinweis? Albert Maxwell. Das ist mir noch zu früh hier. Ich will jetzt nicht hier in jede Tür einfach reinlaufen.
It's locked. Und hier haben wir es 12:30. Heißt das, ich muss bis 9 Uhr... Habe ich das richtig, das in Erinnerung? 9 Uhr? Kann ich die Tür vielleicht um 9 öffnen? Oder wofür ist die Uhr? Sie haben was kurz nach 12:30. Achso, hier bin ich schon im Kreis gelaufen. Gut. Da war ja was. Wenn ich jetzt ein Foto mache mit Fernseher? Nee, ne? Nö. Telefon. Wo war denn hier ein Telefon? Vorne. Jetzt links. Oh. Witzig, dass der ausgerechnet jetzt aufgehört hat zu klingeln. Ein Signal. Ja, genau. Also ich bin jetzt hier völlig für lau hergelaufen. Richtig? Das sieht aus wie so ein Teppich, den man wegnimmt und darunter ist so eine Luke oder sowas. Ist aber nicht so. Also kann ich nichts mitmachen, leider. Ja, pfeift der Hund drauf. Wir gehen erstmal durch die Tür. Was soll uns passieren? Wir haben eine Kamera. Ich muss einen Weg finden, diese Tür zu öffnen, wenn ich aus diesem Haus will. Die ist zu. Also doch der Keller. Aber ich habe die Toilette noch nicht auf. Die haben wir noch nicht auf und damit habe ich noch nichts angefangen. Der ist halt nur... Blue knees? Blaue Knie sind echt. Cool. Alter, diese Mutter Maria Statue und dieser verdammte Ventilator, ne? Das heißt, ich muss hier unten weiter. Mars und Jupiter. Kann ich ja auch einstecken, ne? Dann nehmen wir mal mit. Okay, da ist nicht. Oh. Ich habe auch so viele Bilder, wie ich brauche, ne? Also, wie ich haben will. Aber dieses Mars, Jupiter, diese Medaille, wir haben doch... Wo war denn diese Uhr? Hier vorne. Ah, ich hätte gedacht, man kann die darauf legen. Und irgendwo hatten wir noch eine Uhr. Auf der anderen Seite. Oh, hier ist aber dunkel. Wenn man hier reinkommt, ist ja mega ekelhaft. Hier war die Uhr. Nee, auch nicht. Okay, ich hätte gedacht, man kann die hier rauflegen. Wegen dieser zwei Kreise. Mars und Jupiter. Die hat auch eine ganz andere Uhrzeit als die anderen Uhren. Ich hoffe, die Uhrzeiten sind nicht relevant auf Dauer des Spiels. Das kann ich mir nie merken. Warte mal, 5 rechts. Wir haben hier noch das Zahlenschloss, aber mit 4 Zahlen. Hier ist Sackgasse gewesen. So, vielleicht würde ich da noch eine Brechstange finden. Aber das Zahlenrätsel... Wir sind ja schon mit ein paar Zahlen konfrontiert worden, ne?
Den kann ich nicht mehr abhängen. Schöne Kacke. Dachte da vielleicht auf der Rückseite. Nein. Nein. Auch wieder um eine 43-jährige Person. 43-jährige Person. Zahlen. Eine Vierfachzahl. Ja, hier ist, denke ich, kein Hinweis mit bei. Wobei, wir haben ja hier haben wir ja ein paar Zahlen, ne? 1969, 68. Gut, aber ob das damit was zu tun hat, ich glaube nicht. Mann, ey, wie schnell ich hier schon dastehe und nicht mehr weiß, was ich machen soll. Okay. Hier haben wir noch ein Bild, das können wir nicht nehmen. Blaue Knie sind echt. Aha! Aha! Aber jetzt ist es einfach weg, okay. Hier sind auch diese Kakerlaken, ey. Die sind überall. Überall dieses Ungeziefer. Zahlen, mir fehlen Zahlen. Können die Uhren Tipps an? Nee. Oder? Aber machen wir den Krabums einmal aus. Hier haben wir 9. Das war, glaube ich, in den Raum, in den ich nicht reinkomme. Okay, das bringt mir nichts. Es sind auch ein paar Uhren drin, aber ich kann nichts sehen. Und ich kann es nicht öffnen. Muss ich vielleicht erst diesen schmalen Spalt da unten durchgehen im Keller? Wäre eine Möglichkeit, ne? Weil die Türen hier sind verschlossen. Die Bilder kann ich hier nicht grabben zum Aufheben. Wunderschöne Augen. Hübsch, hübsch. Okay. Aber dann ist hier oben aktuell ja eigentlich nur dieses Zahlenschloss, die zwei verschlossenen Türen, für die ich ja höchstwahrscheinlich einen Schlüssel brauche. Ja, das Zahlenschloss hier drin. Und wir haben diese mega abgeschlossene Tür, die uns ja wahrscheinlich rausbringen wird. Wir haben noch eine abgeschlossene Tür gehabt, ne? Also die ist zu. Wir haben 3 oder 4 verschlossene Türen. Aber was mache ich jetzt? Da muss ich unten im Keller lang gehen, ne? Dadurch diese, durch den schmalen Spalt. Irgendwie das Gefühl, ich werde hier beobachtet oder sowas. Die ist zu. Da komme ich nicht rein. Hier haben wir noch ein paar Bilder. So typisch für so alte Häuser, ne? Von alten Leuten. So, überall hängen so Fotos rum. Aber da, wo keine hängen, die hängen schon länger nicht. 9 Uhr.
die Uhr läuft. Da ist jetzt 5.12 Uhr geht. Okay, geht die richtig? Wir gehen erstmal runter. So, Strom haben wir ja angekriegt. Ich weiß gar nicht, ob es dazu auch ein Rätsel gab. Okay. Ich würde sagen, wir verabschieden uns erstmal hier. Geht definitiv spannend weiter, rätselhaft weiter. Bin jetzt noch nicht so weit gekommen, muss ich ehrlich dazu sagen. Aber hier gibt es ja auch viel zu entdecken, denke ich mal. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dann, mach's gut. Ciao.